Einen wunderschönen guten Tag, liebe Leute. Herzlich willkommen in diesem neuen Video. Ich möchte gerne heute mit euch über etwas sprechen. Und zwar über das Problem mit den betrunkenen Fahrradfahrern, gerade auch in Münster. Münster ist an sich schon eine gigantische Fahrradstadt, Leute. Wie man sich wirklich am besten von A nach B bewegt, sagen alle Münsteraner mit der Leze, also mit dem Fahrrad. Was Münster aber noch ist, eine gigantische Studentenstadt. Das heißt, wir haben einerseits so oder so schon mal die Fahrradliebhaber und zum anderen nochmal die Studenten, die auch finanziell einfach auf ihr Fahrrad angewiesen sind. Nicht jeder hat ein Auto und mit dem Bus kommt man auch nicht überall hin. Was hat das jetzt mit den betrunkenen Fahrradfahrern zu tun? Betrunkene Fahrradfahrer sind an sich schon mal eine Gefahrensituation, für sich selbst und auch für andere. Das ist den meisten Fahrradfahrern auch bewusst. Aber wieso gibt es sie dann trotzdem, die betrunkenen Fahrradfahrer? Ein Fahrrad stellt natürlich eine sehr kostengünstige Alternative dazu allen anderen Verkehrsmitteln. Das ist natürlich auch mit der Grund, wieso gerade Studenten so viel Fahrrad fahren. Jetzt muss ich euch ganz ehrlich an dieser Stelle sagen, ich gehöre nicht zu den Fahrradfahrern. Wenn ich Fahrrad fahre, habe ich schreckliche Ohrenschmerzen, ich komme auf diese ganze Kälte und den Wind nicht klar. Falls ihr zu Ratschläge kommen mit, zieh doch mal eine Mütze auf oder so oder nimm Kopfhörer, habe ich alles schon durch, Leute. Ich habe wirklich alles probiert. Also wenn ich irgendwie in der kalten Jahreszeit unterwegs bin, ich trage teilweise 2 Mützen oder 3. Fahrradfahren fällt natürlich nicht nur für mich flach an dieser Stelle. Für sehr viele andere Personengruppen ist Fahrradfahren ebenfalls keine Alternative. Von Rentnern bis hin zu Reisenden mit riesigen Koffern oder auch für die, die einfach eine viel zu weite Strecke zurückzulegen haben. Und genau jetzt spannen wir den Bogen wieder zurück zu den betrunkenen Fahrradfahrern. Wir haben gerade ein großes Problem mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Die Netze sind nicht gut genug ausgebaut. Es gibt viele Verspätungen, viele Ausfälle. Teilweise sind die Busse und Züge aber auch zu stark ausgelastet. Und das meiner Meinung nach größte Problem, Öffis sind einfach nicht zuverlässig. Ich sag euch ganz ehrlich, Leute, wenn ich irgendeinen wichtigen Termin habe, ich würde mich nicht in Öffis setzen. Ich würde nicht darauf vertrauen, dass ich pünktlich an dem Termin ankomme oder dass ich überhaupt ankomme. Die Leute, die Nachrichten verfolgen, euch ist bestimmt schon aufgefallen, dass die Situation gerade immer kritischer wird. Gerade nochmal in den letzten Monaten hat sich die Lage verschlimmert. Das liegt natürlich zum einen auch an krankheitsbedingten Ausfällen, aber auch daran, dass wir einen großen Personalmangel haben. Nicht nur Münster ist betroffen, auch andere Städte leiden darunter. Ganze Buslinien werden gestrichen, andere fahren wiederum nur noch stark reduziert und auch nur noch zu ganz bestimmten Zeiten. Um das jetzt nochmal kurz zusammenzufassen. Wir haben in den Städten oft sehr viele Studenten. Diese möchten Geld sparen, das heißt, sie würden sich bestimmt nicht einfach so mal eben ein Taxi rufen. Sie checken also, bevor sie zur nächsten Party fahren, erstmal, ob überhaupt eine Verbindung existiert. Dann stellen sie fest, hey, es existiert eine Verbindung, aber vielleicht muss ich dann um 0 Uhr schon wieder nach Hause. Und dann entscheiden sie sich vielleicht einfach zum Fahrrad zu greifen. Betrunkene Fahrradfahrer sind kein vereinzeltes Phänomen. Wir reden hier von einem infrastrukturellen Problem. Fehlende S-Bahnen und Busse, gerade in der Nacht, sind einfach unter anderem der Grund, wieso Studenten eher ihr Fahrrad bevorzugen, um von A nach B zu kommen. Natürlich, die Alternative wäre einfach nicht zur Party hinzugehen, auf das Erlebnis im Studentenleben zu verzichten und das alles einfach nur, weil es keinen Bus gibt. Seien wir ehrlich, die meisten Studenten würden nicht einfach aufgrund einer fehlenden Busverbindung nicht zu einer Party gehen. Man möchte als Student ja auch irgendwo so ein bisschen seine Studentenzeit genießen. Und ein Taxi können sich die meisten einfach nicht leisten. Gerade im Hinblick auf die Semestergebühren von mehreren 100 €, wo natürlich dann auch das Semesterticket inkludiert ist, ist es einfach nur enttäuschend, dass es so schlechte Anbindungen gibt. Ich meine, dafür zahlen wir ja auch fürs Semesterticket, oder? Gerade in den letzten Monaten sind nochmal einige Nachtbusse und ganze Linien generell gestrichen worden. Die einzige Sicherheit, die einem da als Student noch bleibt, ist das Fahrrad. Außer es wird geklaut. Im besten Fall passiert es nicht. Wie kann man das Problem jetzt also lösen? Zuallererst ist das hier keine Schuldzuweisung, das ist ein Lösungsansatz. Statt den betrunkenen Fahrradfahrern 100% der Schuld zuzuweisen, sollten wir vielleicht überlegen, wie wir die Stadtwerke entlasten können. Wir sollten für mehr Personal sorgen, mehr Menschen einstellen und vielleicht auch einfach mal das System überdenken. Betrunkene Fahrradfahrer anzuhalten, pusten zu lassen und dann eine Geldstrafe zu zahlen, ist Punkt 1 nicht langfristig, Punkt 2 einfach nur frustrierend und Punkt 3 führt es einfach zu gar keiner Lösung. Es bringt nichts zu versuchen, Symptome zu unterdrücken, wenn wir das Problem nicht lösen. Und das Problem der Symptome ist der Personalmangel, der gerade bei den Stadtwerken herrscht. Das heißt natürlich nicht, dass man weiterhin betrunken Fahrrad fahren sollte. Lediglich, dass nicht die ganze Schuld nur beim Fahrradfahrer liegt. Uns fehlen einfach sichere Alternativen, uns fortzubewegen. Alternativen, die wir auch bezahlen können. Und das ist an dieser Stelle ein infrastrukturelles Problem. Jetzt verstehe ich natürlich absolut, die Stadtwerke, die haben einfach Personalmangel. Jetzt habe ich schon einige Werbeanzeigen gesehen, dass Busfahrer händeringend gesucht werden. Das ist ja schön und gut. Aber die Frage, die ich mir stelle, sind die Bedingungen wirklich so lukrativ? Lohnt es sich überhaupt in der heutigen Zeit noch Busfahrer zu sein? Wie können wir den Job lukrativer gestalten? Was können wir vielleicht in Bezug auf die Arbeitszeiten, Zuschläge oder generell dem Lohn verändern? Mich würde eure Meinung sehr zu dem Thema interessieren. Könntet ihr euch zum Beispiel vorstellen, Busfahrer zu werden? Wenn ja, wieso? Und wenn nein, was würde euch abhalten? Was müsste man für euch verändern, dass der Job als Busfahrer wieder lukrativer wäre? Schreibt es mir sehr, sehr gerne unten in die Kommentare. Ich bin sehr gespannt. Das war's schon wieder mit meinem Video. Ich wünsche euch einen super, super schönen Tag und ich hoffe, wir sehen uns ganz bald wieder.